Hallöchen, ihr Lieben. Der Hund und ich, wir sind eben im Westen von Wales angekommen. Wir sind in den Preseli-Bergen. Das ist die Gegend, wo einige der Stonehenge-Steine herkommen. Und deswegen stand dieser Ort schon lange auf meiner Liste, dass ich mir dachte, oh, ich würde hier wahnsinnig gerne mal wandern gehen. Leider ist es im Moment gerade extrem regnerisch und stürmisch und auch nur 14 Grad warm. Aber wir wollen versuchen, der Hund und ich, heute Nacht im Auto zu übernachten. Mal gucken, wie es wird. Ich habe ja nicht gerade das größte Auto und ich bin 1,73 Meter lang. Das ist sozusagen jetzt die abgespeckte Form eines Vanlifes, Vanlife ohne Van sozusagen. Ich werde euch berichten, wie die Nacht war. Aber jetzt machen wir es uns hier erstmal gemütlich, werden ein bisschen essen, uns ein Bettchen vorbereiten. Und morgen hoffe ich dann, dass das Wetter besser ist. Denn dann kann ich euch diese wunderschöne, magische Landschaft mit den weltberühmten Preseli Bluestones zeigen. Ja, jetzt haben wir es uns hier in unserer kleinen Höhle gemütlich gemacht. Es ist ein bisschen eng, war natürlich zu erwarten, aber ich wollte es einfach mal testen, ob es möglich ist, hier halbwegs, sagen wir mal, zu schlafen. Ich habe hierfür extra die Rückenlehne ausgebaut. Es ist heftig, es ist so stürmisch draußen, dass das Auto richtig wackelt. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind wach. Ja, die Nacht war erstaunlicherweise gut. Also ich würde sagen, mittelgut geschlafen. Ich lag oft so auf der Seite und dann ist man ja eh so ein bisschen abgeknickt, indem man die Beine so abwinkelt. Ja, und du hast du auch gut geschlafen, schon, gell? Und manchmal, wenn ich mich ganz ausstrecken wollte, habe ich einfach die Beine zwischen die beiden Sitze gepresst und das war auch halbwegs okay, sagen wir es mal so. Das Wetter ist leider immer noch extrem stürmisch und regnerisch. Ja, ich zeige euch das mal, wie es da draußen aussieht, weil der Hund, der muss eh mal ganz kurz raus. Dann machen wir mal die Tür auf, oh Gott. Och, ich kriege die kaum auf. Es ist wirklich so stürmisch, oh, dass man richtig gegen die Tür pressen muss. Oi, oi, oi. Oi, also man ist wirklich sofort nass, wenn man einmal draußen war. Da dieser, jo, so sehe ich aus von der einer Minute Gassi gehen. So, es ist jetzt 9 Uhr und der Sturm hat endlich nachgelassen und auch der Regen. Deswegen werde ich es langsam hier packen und zu einem Steinbruch fahren. Der ist hier in unmittelbarer Nähe, wo Archäologen herausgefunden haben, dass Menschen bereits in der Jungsteinzeit dort aktiv waren und Stein abgebaut haben. Ja, ihr habt es ja gerade gesehen. Die Straße ist komplett überflutet und da war keine Möglichkeit, mit meinem kleinen Auto da durchzukommen. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendwo in der Pampa ein paar hundert Meter entfernt von diesem Steinbruch geparkt
Und ich werde jetzt mit dem Hund einfach hinlaufen, weil ich möchte den schon sehr, sehr gerne sehen. Man sieht ihn hier vorne auch schon. Ich glaube, das müsste er nämlich sein. Also ich glaube, wir sind schon da. Wir müssen jetzt nur noch durch das Tor hier durch. Okay, das ist er. Hier sollen angeblich ein paar Steinchen abgebaut worden sein, die jetzt in Stonehenge stehen. Man hat hier Ausgrabungen durchgeführt und hat jungsteinzeitliches Werkzeug gefunden. Man hat auch Überreste von Feuerstellen gefunden. Ja, und das ist eben, was sie auch glaubten, dass man da teilweise auch die Stellen sehen kann, wo diese Steine entnommen worden sind. Also, wir sind wieder bei dem Ausgangspunkt, wo wir die Nacht verbracht haben. Und wir haben jetzt ein Zeitfenster von ein paar wenigen Stunden, wo es hoffentlich nicht stürmt und wir es kübeln schüttet. Und das nutzen wir jetzt, der Hund und ich, und laufen gerade in die Preseli Hills rein. Also, das ist ein wirklich merkwürdiges Gefühl, hier im Niemandsland umherzuwandern. Hier ist kein wirklich klarer Weg. Die Wiesen sind sehr sumpfig und mit Wasser voll gesaugt. Jetzt habe ich von der Ferne gedacht, dass dieses kleine Bäumchen ein Wegweiser ist. Ist es aber nicht. Da sieht man, wie leicht man hier in die Irre geführt werden kann mit dem ganzen Nebel. Aber das hier scheint mir schon der offizielle Weg zu sein, weil er ist etwas mehr eingetreten. Ja, ich habe auch eine Wander-App natürlich dabei, wo ich mir die Karte vorher heruntergeladen habe und auch einen Akku, um mein Handy aufzuladen und natürlich eine Taschenlampe. Und ein Handwärmer für die Notfälle. Das heißt, ich bin vorbereitet. Es ist auch so schön, dass es jetzt, wo wir hier an dem Punkt sind, wo ich hin wollte, aufgeklärt hat. Ich habe eben im Internet nachgeguckt, was dieses Steinmonument hier ist. Und das nennt sich das Grab von Artus, hat aber nichts mit König Artus zu tun, weil es viel, viel älter ist. Es ist aus der Jungsteinzeit und es hat so eine offene Form wie so ein Hufeisen. Was ich besonders spannend finde, ist, dass sich dieses Monument zwischen diesem Gipfel befindet und diesen sehr markant aussehenden Gipfeln. Und dann fragt man sich natürlich, wenn einige der Stonehenge-Steine von hierher kamen, was haben die damaligen Menschen in diesen Hügeln gesehen? Und es gab einen mittelalterlichen Mönch, der hat sehr viele Texte geschrieben und hat sich dabei größtenteils auf Folklore bezogen. Deswegen klingen die manchmal ein bisschen aus unserer heutigen Perspektive nicht ganz so wissenschaftlich, sagen wir es mal so, weil er von Riesen redet, die die ersten Bewohner
von Britannien waren. Aber er sagt auch etwas über die Blausteine, also die Preseli Bluestones, dass die Menschen diese Steine gewaschen haben, da sie glaubten, dass diese Steine Heilungsqualitäten haben. Und wenn man dann die Kranken mit dem Wasser abwäscht, in denen zuvor die Steine gewaschen worden sind, diese von allen möglichen Krankheiten geheilt werden können. Und ich muss sagen, ich kann das schon verstehen, warum es so Folklore gab. Und weil wenn man sich diese Steine anguckt und vor allem, wenn man, so wie ich jetzt, komplett alleine in dieser Landschaft unterwegs ist, die haben einfach so ein Charisma. Das ist wahrlich das Land der Riesen. Und das wollte ich euch sozusagen zeigen. Es ist die Quelle von einigen der Stonehenge-Steine, der Preseli Bluestones. Der Hund und ich, wir werden jetzt zurücklaufen. Wir sind beide etwas nass geworden und uns trockenlegen. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem Ort, wo Archäologen glauben, dass es sein könnte, dass die Preseli Bluestones, die jetzt in Stonehenge stehen, hier einmal bereits in Form eines Steinkreises gestanden haben könnten. Und ich hatte gestern ja schon mal Geoffrey erwähnt, den Kirchenhistoriker in Anführungsstrichen. Und auch der hat etwas zu den Stonehenge Steinen zu sagen gehabt. Denn er sagte, dass die Steine von Merlin, dem Magier, aus Irland geklaut worden sind. Und das finde ich interessant, dass man damals im 12. Jahrhundert bereits diese Theorie hatte, dass die Steine ursprünglich von woanders herkamen und eine lange Distanz hinter sich haben, wenn auch nicht aus Irland, sondern aus Wales. So, jetzt muss ich aber mal schauen, wo ich bin. Ich glaube, ich habe mich schon wieder verlaufen. Muss ich mal gucken, was die Wander-App sagt. Okay, wir sind zu weit gelaufen. Also wieder zurück. Ja, tut mir leid. Von hier sieht man ganz gut, wie weit ich gestern eigentlich gelaufen bin, weil der Parkplatz ist am Fuße dieses Hügels. Und dann bin ich sozusagen über den ganzen Hügelrücken gelaufen. Ja, da sind sie. Ich habe sie gefunden. Ja, und hier könnte es sein, dass einst der Vorgänger des heutigen Stonehenge stand. Ja, ihr Lieben, das war's mit unserem West Wales Abenteuer. Der Hund und ich, wir brauchen jetzt erstmal eine kleine Pause und dann geht's weiter in den Norden von Wales, denn da gibt's auch noch ein paar sehr schöne Dinge zu sehen, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Also bis dann, tschüss!